Noch ziemlich genau ein Jahr, dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Aktuell läuft noch die Qualifikation. Deutschland gegen Österreich in diesen Tagen. Es gilt als ausgemacht, dass Deutschland die EM erreichen wird. Reden wir aber über den Investitionsstandort Polen. In erster Linie Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement ist hier zu Gast. Sie kommen gerade aus Polen zurück. Mit welchen Eindrücken, Herr Jutz? Ich bin von dem polnischen Markt sehr begeistert, insbesondere von der Dynamik, die gerade der Warschauer Markt aufzeigt. Das erinnert mich so an die Aufbruchstimmung, die wir in Berlin in den 90er Jahren hatten. So in etwa kann man sich das vorstellen. In Polen werden gerade zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft 4000 Kilometer an Autobahnen verbaut, neue Eisenbahnlinien werden gebaut. Und vier neue Stadien, beziehungsweise sind genau drei neue Stadien und eins wird umfassend restauriert und wiederhergestellt. Das wirkt alles wie ein gigantisches Konjunkturpaket und die Menschen sind in einer sehr starken Aufbruchstimmung. Das ist in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort ganz stark zu merken. Hat die Börse das schon vorweggenommen, dieses Rieseninfrastrukturpaket? Sind entsprechend die Kurse schon gestiegen oder gibt es da eher verhaltene Reaktionen? Man muss sehen, dass viele polnische Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Finanzen und in den Bereichen Energie tätig sind und dass es wenig Bauunternehmen gibt, die von dieser Infrastruktur profitieren. Der größte Unternehmer im Bereich Bau, den Auftrag hat eine deutsche Firma bekommen, aber auch chinesische Firmen haben dort Aufträge bekommen. Die polnischen sind hauptsächlich im Bereich Energie tätig und das ist ein sehr spannendes Feld, gerade Bergbauenergie. Das ist ein sehr spannender Markt und dort sind aus meiner Sicht noch erhebliche Chancen aufgrund der zunehmenden Rohstoffknappheit und auch in Deutschland der Diskussion um die Abschaffung der Atomkraftwerke. Wir Deutschen investieren gerne in Deutschland, im DAX beispielsweise. Wenn es hochkommt, noch in spannende Werte in Amerika, Schweiz, England, die großen, die man kennt. Mit Osteuropa tut man sich da noch schwer. Ist das eine falsche Einstellung aus Ihrer Sicht? Das ist natürlich nachvollziehbar, weil es in Polen kaum große international tätige Unternehmen gibt, die eine marktbeherrschende Stellung haben, so wie beispielsweise die deutschen Automobilbauer, Pharmawerte oder Chemieunternehmen. Das heißt, es spielt alles auf einem viel niedrigeren Niveau. Aber wenn die Märkte hoch bewertet sind, dann lohnt sich ein Blick in Marktnischen, gerade in günstig bewertete Energieversorger. Das halte ich schon für eine sehr spannende Sache, womit man einfach auch sein Depot gut diversifiziert. Kann man sowas in Deutschland handeln? Sind solche Werte liquide oder sagen Sie, der Privatanleger sollte eher das Risiko streuen und beispielsweise in Fonds oder ETFs gehen? Also aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, einen aktiv gemanagten Fonds zu nehmen, weil man da eben auch sehr stark die Branchen diversifizieren kann. Wenn man ETF nimmt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man nur eine sehr eingeschränkte Diversifizierung hat, weil in den 20 größten und kapitalisiertesten Aktien auch sechs Finanztitel dabei sind und eben sieben Energietitel. Und der Rest ist eben unter ferner Liefen. Fassen wir zusammen. In Polen für Sie also ein klarer Kauf oder ein klarer Kauf mit einem Aber hinter? Ein klarer Kauf, wenn man sich den Markt genau anguckt und einen guten aktiv gemanagten Fonds findet, beziehungsweise einen Fondsmanager, der dort tätig ist. Wir sind mit der Fußballfrage rein, gehen mit der Fußballfrage raus. Wir gehen mal davon aus, dass Deutschland bei der EM dabei ist im nächsten Jahr. Ihr Tipp, wie geht die EM aus im Jahr 2012? Ich glaube, dass Deutschland gut aufgestellt ist und gute Chancen hat, Europameister zu werden. Klare Frage, klare Antwort. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement zum Thema Investitionen in Polen vor dem Hintergrund der Fußball-WM. Vielen Dank.